Der König von England, Karl II., war vorausschauend und kreuzte einen ausgesuchten Stamm edler einheimischer Stuten mit den eingeführten arabischen Hengsten. Die drei Ahnherren aller Vollblüter, Bayery Turk, der bei der Belagerung von Buda erbeutet wurde, die Araberhengste Godolphin Arabian und Dari Arabian. Bis 1750 wurden die Erbanlagen dieser Hengste für neue erfolgreiche Züchtungen genutzt. Ein besonderer Zuchterfolg ist Eclipse, ein unübertroffener Champion seiner Zeit. Man hat nachgewiesen, dass 85% aller heutigen Siegerpferde in der männlichen Linie auf diesen einen Hengst zurückgehen. Sein Huf hat einen Ehrenplatz im Jockey Club von Newmarket auf einer Tafel aus massivem Gold. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde es erforderlich, Ordnung in die verschiedenen Züchtungen zu bringen. Ein gewisser Mr. Weatherby entschloss sich daher, für sich und seine Freunde ein kleines Verzeichnis aufzustellen. Daraus wurde der Stammbaum des Vollblutes, so wie wir ihn heute noch kennen. Lord Bentinck, ein erfahrener Reiter, machte 1836 den ersten Schritt zum modernen Pferdetransport. Der Lord hatte mit seinem Champion Ellis ein Rennen in Goodwood gewonnen und wollte wenige Tage später an dem klassischen St. Ledger-Rennen in Doncaster, etwa 200 Meilen entfernt, teilnehmen. Zu jener Zeit zogen Rennpferd und Stallbursche über Land, von einer Rennstrecke zur anderen. Als die Buchmacher erfuhren, dass Ellis das St. Ledger-Rennen nicht rechtzeitig erreichen konnte, wurde die Wettzeit verlängert. Lord Bentinck wettete gleich nach dem Eintreffen ein Vermögen, das sein Pferd gewinnen würde. Die Buchmacher trauten ihren Augen nicht, als Ellis tatsächlich gewann. Der Grund der Überraschung? Lord Bentinck hatte unter größter Geheimhaltung den ersten Pferdetransporter konstruiert, der im schnellen Galopp gezogen 80 Meilen pro Tag zurücklegte. Ellis kam frisch und ausgeruht in Doncaster an. Die Technik wurde übernommen und vervollkommnet. Dadurch wurden international besetzte Pferderennen möglich. Über eine halbe Million Vollblüter werden heute auf der Welt gezählt. Bei etwa 30% lässt sich der Ursprung bis zu den drei arabischen Hengsten zurückverfolgen. Heute ist es möglich, durch Computerauswertungen die Erbanlagen und Leistungen sogar der Vollblutpferde zu rekonstruieren, die damals im Stammbaumverzeichnis von Mr. Weatherby standen. Die Genetik ist eine Wissenschaft, deren Grundlage gut fundiertes Zahlenmaterial ist. Der größte Teil der Nachkommenschaft ist wegen des genetischen Regressionsprozesses in den Erbanlagen schlechter als die Vater- und Muttertiere. Aber es gab auch Überraschungen. So bei Northern Dancer, einem Hengst kanadischer Abstammung, dem man als Jährling kaum Beachtung schenkte, der es dann aber zu großem Ruhm brachte. Unter seiner Nachkommenschaft gab es so berühmte Namen wie Nijinsky von der Stute Flaming Page, der das Triple Crown Rennen in England gewonnen hat. Ein englisches Sprichwort sagt, züchte die Besten zum Besten und hoffe auf das Beste. Auf der Windfields Farm werden die Zuchthengste streng ausgewählt. Die Leistungsanforderungen sind groß. Tägliches Bewegungstraining auf dem Laufband sorgt dafür, dass der Hengst in Form bleibt. Die Zucht von so wertvollen Tieren sollte nicht dem Zufall überlassen werden. Vor dem Decken der Stute muss vieles bedacht werden. Wird die Zuchtqualität erfüllt? Sind die Ställe in Ordnung? Ist für gute Futtergrundlagen und täglichen Auslauf auch im Winter gesorgt? Während der Rossigkeit, die äußerlich leicht erkennbar ist, wird der Hengst zur Stute geführt.
Vom Hengst wird zuerst nur verlangt, dass er Bereitschaft zum Decken signalisiert. Bei diesen Kontakten wird die Reaktion der Stute getestet. Wenn sie bereit ist, kommt sie in eine ausgepolsterte Probierbox. Der Hengst zeigt seine Paarungsbereitschaft. Er beißt und flämt dabei. Auf der Calumet Farm in Kentucky. Der Zuchthengst Ali Dar, der 1978 das berühmte amerikanische Triple Crown Rennen gewonnen hat, wird zum Decken geführt. Hier wird zur Sicherheit der Stute eine gefütterte Decke umgelegt, die sie vor Bissen des Hengstes schützt. Eine Knebelbremse an der Oberlippe zwingt zum Ruhigstehen. Als weitere Vorsichtsmaßnahme wird ein Vorderbein hochgebunden, damit der Hengst, immerhin Millionen wert, vor Verletzungen durch Hufschlag geschützt ist. Ein Hengst deckt ungefähr 50 Stuten pro Saison. Davon werden zwei Drittel befruchtet. Das ergibt eine Nachkommenschaft von 30 Fohlen. Eine strenge Zuchtregel in England und Amerika besagt, dass die Befruchtung nur auf natürliche Weise stattfinden darf. Künstliche Besamung kann angeblich den Zuchterfolg erheblich herabsetzen. Die Tragzeit dauert etwa 11 Monate. Die Geburt ist bei solchen hochgezüchteten Pferden mit Anstrengungen und Schmerzen verbunden. Pferdepflege und ein Tierarzt helfen. Ein Helfer erfasst zunächst das linke, dann das rechte Vorderbein und beschleunigt damit die Austreibung des Fohlens. Das sicherste Zeichen für eine normal verlaufende Geburt sind die nach vorne abwärts zeigenden Hufe. Die Hinterbeine stecken noch im Geburtsweg. Die Nabelschnur ist noch intakt und versorgt das Fohlen. Die Nabelschnur wird von Hand durchtrennt. Wie bei allen Steppentieren, so steht auch das Fohlen kurz nach der Geburt auf den Beinen. In freier Wildbahn erhöht das seine Überlebenschancen. Die Stute beleckt das Neugeborene. Die Zungenbewegungen regen den Kreislauf des Fohlens an. Dabei vertieft sich für beide die wichtige Geruchsprägung. Innerhalb von 15 Minuten versucht das Fohlen, sich zu erheben.